Servus Leute, ich bin der Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist, Ragazzi. Eigentlich müsste ich nicht Tabak sagen, sondern ich bin jetzt offiziell R9. Ladies and Gentlemen, wir haben Rashford im Sturm, Squad Builder Battle. Er hat 1,3 Millionen Münzen gekostet. Ich habe meine Niere verkauft, meine Haare verkauft, alles verkauft. Und auf der anderen Seite haben wir Stiffen. Was geht? Heute am Start mit Wie tradet man richtig? Rashford gekauft für 1,3. Tabak sagt, komm, kauf. Und wert ist er jetzt nur noch ein bisschen weniger. Aber Freunde, da gibt er immer gute Tipps und da kann man dann ein bisschen Plus machen. Perfekt. Pass auf, wir haben auch, also besser gesagt, wir werden eine Folge bei Stiffen aufnehmen, auf die FIFA. Checkt auf jeden Fall den Kanal ab. Und jetzt mal Spaß geben. Wir haben Rashford, okay? Ich habe scheiß Haare auf dem Kopf. Es sind schwierige Zeiten. Wie viele Däumchen schaffen wir? Gute Frage. Ich denke, wir schaffen heute 9.871 Likes. Alles klar. Perfekte Zahl. Lass versuchen zu rasieren. Team of the Group Stage. Schreibt in die Kommentare, wen findet ihr am interessantesten. Und wir legen gleich mal los. Komm, ich habe die Tafel für dich drin. Idem. Let's go. Starten wir rein. Ich muss natürlich wie immer gucken. Also, mein Freund. Im ZOM. Hier mit einem Spieler. Ich spiele das. Das ist meine erste Aufnahme auf der PlayZ. Kai Havertz. Vielleicht brauche ich ihn ja auch gar nicht. Habe ich nicht gekauft. Hatte ich mal im Verein. Ja, den kannst du ja später kaufen. Okay, gut. Alles klar. Nehme ich rein und als ZDM gehen wir mit einer Ikone und das ist ein Engländer, Stevie G. Okidoki. Übrigens, der David Beckham ist gekommen, der hätte ich auch gerne gespielt, aber der ist noch nicht auf dem Markt und heute PlayStation 5 Version. Das heißt, ihr seht heute FIFA auf einem ganz anderen Level. Ich darf dich auf jeden Fall fröhlich beglückwünschen und zwar, ich habe Van der Beek aufgeschrieben und Kai Havertz. Das heißt, du musst ihn nicht kaufen, weißt du, ich habe den Gefallen getan. So musst du sehen. Ich bin raus. Erste Aufnahme auf PlayZ, ersten Spieler reingetan und schon gesniped. Jawohl, Torwart. Brauchst du Torwart, natürlich. Ja, natürlich. Ja, ich kenne dich. Ich hab's vergessen, wie schön die Aufnahmen mit dir immer waren. Okay, Mann. Bist du ready? Ich bin ready. Ich halt schon rein. Komm, lass knacken. Alles klar, alles klar. Ich habe eine Ikone im Mittelsturm, auf der Mittelstürmerposition. Und das ist Michael Owen. Leider kennt David Beckham, aber Overton auch gute Maschinen. Und links Mittelfeld gehen wir mit Sadio Mané, Informkarte, wenn ich ihn doch gleich finde. Ja, da ist er. Ja, mein Freund, ich hatte leider nicht den richtigen Riecher. Ich kann dich jetzt beglückwünschen zu zwei Spielern, die du behalten kannst. Ich habe aufgeschrieben Diego Jota, hat auch so eine nice Karte bekommen und links habe ich Saint-Maximin aufgeschrieben. Oh, very good. Okay, es sieht gut aus. Ich habe keinen großen, Stephen hat einen und wir gehen rüber in die nächste Position. Jetzt wird es spannend. Gut, dann geht's weiter mit der nächsten Position. Ich halte mal rein. Du kennst mich von den Aufnahmen. Ich habe aufgeschrieben alles Mögliche. Okay, pass auf, ich bin gespannt. Also alles Mögliche, das heißt, du hast wahrscheinlich Bundesliga, du hast spanische Liga, du hast alles. Ich fange jetzt erstmal an mit dem rechten Mittelfeld, weil der hält sich bedeckt, finde ich. Ich denke nicht, dass du auf den gekommen bist. Das ist die neue Europa League Team of the Group Stage Karte. Und zwar Pepe. Ja, dann denkst du dir, hä, warum nochmal Premier League? Okay, beruhig dich. Wir haben im Mittelfeld zwei Bayern-Spieler. Und jetzt springst du wahrscheinlich auf. Einen davon hast du aufgeschrieben. Safe. Einmal Kimmich und einmal Thomas, der Big Man Müller. Hoffentlich Goretzka oder so. Bitte lass mich diese neue schöne Kimmich-Karte spielen. Scheiße. Ich guck gerade extra eben noch, wen gibt's von diesen neuen Spielern im rechten Mittelfeld? Sehe keinen. Wollte irgendwie noch zu dir sagen, es gibt ja gar keine neuen rechten Mittelfeldspieler. Ja. Hab voll verkackt, dass es da noch diese anderen Karten gibt. Ich habe aufgeschrieben Sancho. Ja, scheiße, das ist schon mal. Ah, das ist schon mal nicht gut, ja? Ja, das ist nicht gut. Guillet und Kanté. Ja, Mann! Ladies and Gentlemen! Lehnen sich zurück und gönnen sich, ich hab den Kursch. Okay, also, wenn du darauf kommst, dann hast du echt guten Riecher. Ich bezweifle, das ist Next Level. Okay, also im Sturm gehen wir mit Alex Teixeira. ZOM, habe ich noch nie gespielt. Ja. Talisca soll aber richtig krass sein. Ist böse gut, ja. Ja. Und als ZDM gehen wir mit einer relativ neuen Informkarte und zwar Fernando. Okay, ich habe Lewandowski, Kimmich, Goretzka. Ich dachte, du gehst mit dem Bayern-Schwabschieß. Ja, du darfst die behalten. Da endlich immer mal, noch. Was ich behalten darf. Let's go. Da steht immer noch 1-0. Außenverteidiger, Stiffen, dein Arsch gehört jetzt mir. Ragazzi, wir sind angekommen bei den Außenverteidigern. Ihr wisst alle, wenn ihr euch meine Links anschaut, bei mir wird es jetzt sehr kritisch. Ich halte aber zuerst für dich die Tafel rein. Nimm mal. Okay, also, linke Seite. Machen wir das ein bisschen locker. Gehen wir mit einer Champions League-Karte, mit der bestbewertetsten Goldkarte, die möglich ist. Und zwar ist das Abdulrahman Baba. Okay, very good. Und auf der rechten Seite gehen wir mit komplett was anderem und zwar mit Carvajal. Ja, super. Ich habe Emerson, weil da der brasilianische Bauchtänzer brauchst du. Und Linksverteidiger Mondi, neue Inform von City. Der hat nicht geklappt. Gut, dann halte ich mal rein. Und jetzt muss ich was treffen. Ich hatte 25% und 50. Scheiße, Mann. Hey, es gibt noch Rashford, 1,3 Millionen. Ich habe dazu noch ein teures Team. Deswegen am besten, wir behalten Außenverteidiger, die sind wichtig. Ich fange links an. Entweder den griechischen Schwabtschikow oder den schottischen. Und was habe ich gemacht?
Ich gehe mit Robertson. Das Offensichtliche ist manchmal nicht das Offensichtliche, Stefan. Aber oh, manchmal ist das Offensichtliche doch das Offensichtliche. Und Rechtsverteidiger. Da habe ich so eine Karte, der lächelt mich komplett an. Der schaut so in die Ferne und das ist Hector Bellerin. Und den haue ich auch nicht in mein Team, sondern Ori. Schade. Ich bin mit den beiden Besten gegangen, mit Bellerin und Robertson. Nein. Warte mal kurz. Linke Seite ist das, ne? Ja. Dann spielt, ja doch, da kommt ein Torwart hin. Auf jeden Fall. Paliska und Teixeira. Let's go. Nicht gut, ja? Nicht gut. Oh. Alles kommt zurück, Tobacco. Heute wirst du in der Pfeife geraucht. Gut, wir kommen zum Finale. Drei Spieler stehen auf der Tafel. Mal schauen, ob ich was bekomme. Tabak, hau rein. Pass auf, du weißt, bei mir ist alles voll, aber Stefan ist ein Schlingel, Leute. Ihr kennt ihn? Er schreibt immer von allen etwas auf. Und ich bin gegangen mit Mafiosis, okay? Also das heißt Italianos. Zum einen haben wir Romagnoli, den habe ich in Rot gezogen. Dann haben wir Acerbi, den habe ich in Blau, die neue Karte da. Und im Tor hätte ich am liebsten Recordbreaker Donnarumma genommen, aber ich glaube, den hast du vielleicht und deswegen gehen wir mit Buffon, Gianluigi. Ah, die alte Legende, kannst alle benutzen. Ich dachte, also ich habe die Karte auch gesehen, habe Koulibaly aufgeschrieben, Diego Carlos bin ich mitgegangen und mit Mike Nahn noch irgendein Torwart aus der Liga. Ich habe zuerst mit Diego Carlos also überlegt zu bauen, aber ich dachte, nee, ist zu offensichtlich, jetzt bist du dran. Okay. Also, du hast eben schon gesagt, ich benutze gerne mal so starke Innenverteidiger. Ich kann dir sagen, in der rechten Innenverteidigung gehen wir mit einer overpowerten Karte. Und zwar ist das Eder Militao. Ja, hab ich das gehört? Linke Innenverteidigung gehen wir mit Gomez und dem Tor. Da dachte ich mir schon, falls du die hast, schreibst du niemals Pickford auf, wenn dann Pope oder so oder Alisson. Ja, wen hast du? Pickford. Achso, hast du Pickford? Okay. Nee, ich hab, pass auf, ich hab die spanische Liga. Ich dachte mir auch, Diego Carlos, weißt du, weil er hat eine neue Karte. Dann haben wir den Meister Eder. Kennt ihr Meister Eder von Pumuckl? Auf jeden Fall hast du keinen Innenverteidiger, da kommt ein Bros, also Bros Innenverteidiger. Und im Tor Neto. Ja, Schnaps besoffen, eingetroffen. Stefan, zwei Bros Spieler, da sehe ich mich drin. Und, Scheiße. Mein Statement ist klotzen, ranklotzen und Gas geben, Alter. Schwitzen bis zum Umfallen. Ich lade dich ein, mein Freund, und dann gehen wir rein. Okay, Leute, es geht los. Ihr seht, PlayStation 5 Version. Das ist mein erstes Squadbuilder Battle mit dem neuen PS5. Meins auch, Mann. Ich mach voll die Was machen die? Ich hab echt Bock auf das Gameplay, aber ich hab gehört, du bist ein absoluter Schwitzer. Ab und zu mal Liter 1, dann mal wieder Liter 3 und dann... Ja, und dann ab und zu mal wieder ein bisschen Gold 1, also... Oh, das, genau das machen die immer, das will ich gar nicht. Warum machen die das? Ja, aber da ist Platz. Ah! Oh Gott, Stefan, du warst gnädig, gell, du hast... Okay, Cäsar hat zur Hand gehoben und er hat Daumen nach unten gehabt, oder was? Komm, Owen, komm, Mädel. Junge, ist da Platz? Bitte, Rashford! Wow, warum ist da so viel Platz? Und dann gegen den Bronze. Oh, das ist Rashford. Ja, am Ende gibt es ein Fazit, aber eigentlich müssen wir ganz machen zu nehmen, weil wir es einfach am Rasieren. Ja, da ist schon wieder viel zu viel Platz. Hab ich wahrscheinlich mit Absicht gemacht. Was machst du da? Weißt du auch, was du machst? Warum rückt der da so raus? Weißt du, was ich mache, Stefan? Soll ich dir erzählen, was ich mache? Schieß. R9 Tore. Was ist das denn, Mann? Ach komm, ich mach dir da auch viel zu viel auf. Jo. Männer? Meine Mannschaft ist gut gestaffelt. Männer, beruhigt euch. Ich! Let's go! Knallt er den rein! Talischka! Torwart bewegen. Ein bisschen Platz. Ist nichts mehr, gell? Ah, wichtiges Ding, komm. Ja, ich aktiviere ihn auch! Ist der schnell! Boah, komm wieder rein! White Man! Alter, White Man, geh guck weg! Guck mal, der kann aber! Der kann gar nichts, der ist richtig kacke, Mann. Oh mein Gott, Jungs! Das war so. Damit ist zu. Bitte, Rashley! Ja, so krass! Alles klar, aus der Drehung in den Winkel! Jetzt hab ich alles gesehen! Team of the Group Stage Rashford, holt ihn euch! Das ist so hart, Alter. Hey! Nein! Hey, Stefan. Hast du irgendeinen anderen Rashford als ich? Hey, mein Rashford ist aber heilige Scheiße. Ja, jetzt aber komm, renn um dein Leben. Das müsste ich eigentlich viel öfter ausnutzen, ne? Jau. Achso, er beamt sich! Komm, Alter. Mann. Come on! Scheiß Lupfer, in FIFA 21 Lupfer sind einfach tot, als ob die sind zu gut. Hey, und der rennt da einfach durch, ne? Das ist unglaublich. Hey, Tabak, Mann, das kann doch nicht sein. Hä? Ich dachte, ich bin dreimal im Abseits. Jungs. Ich dachte, ich bin irgendwo da, aber ich bin nicht da. Hey, also okay, das nehme ich mit, aber das war ein bisschen random, das war, aber okay. Stephen! Nein. G-Mann. Wir haben uns gedeckt. Es sind drei Discards. Und Rashford ist bei dir im Team. Okay.
komm. Bist du soweit? Welche Formation hast du nochmal? 4-4-2? 4-2-2-2. Ah. Ich habe teure Spieler. Gerrard 800k, Teixeira 300k, Rashford 1-3. Okay, Mann, wir wollen eine Ikone und wir wollen Rashy Dashy. Das wäre natürlich das Gelbe von allem. Pass auf, du hast die 4-2-2-2. Okay, was mache ich? Gehe ich in den Torwart? Wo gehe ich hin? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe von vorne bis hinten keine Ahnung. Ich würde als erstes mal sagen, rechter Stürmer. Den nehme ich mit. Dann nehme ich mit den linken ZDM. Linker ZDM, rechter Stürmer. Und zu guter Letzt, Mangiare, wir nehmen den Torwart. Nochmal halbwegs gut davon gekommen. Du triffst kein Rashford, kein Stevie G. Du triffst aber Talisca, den kann ich nicht widerspielen. Du triffst Gomez, kostet auch 64k. Okay. Und noch den Torwart, ne? Das war Pickford. Okay, okay. Welcher Gomez ist das? Welcher Gomez? Ja, zum Glück nicht der Info. Okay, aber hey, Talisca, diese Screencard oder wie auch immer, nee, stabil. Aber wo war deine Ikone und wo war dein Rashy? Boah, als du rechts gesagt hast, war schon böse, weil da war nämlich Gerrard und wo rechts? Linker Verteidiger. Rechts ZOM oder rechts wo? Ja, okay. Rechts ZOM und links Verteidiger war Rashford. Okay, Mann, du kannst sie einfach so abstoßen, oder? Du musst nicht in die SPC packen. Community raus. Okay, vor allem, wenn du sie untrade wiederholst, dann checkt man das hier. Ja, Talisca sowieso nicht. Gomez werde ich wiederholen. Spaß, Mann. Naja, die 60k, nein, werde ich nicht wiederholen. Da müsst ihr halt auch ein bisschen vertrauen, Freunde. Easy. Ich denke, ja, wenn es jetzt was Größeres gewesen wäre, dann schon. Okay, Freunde, lasst auf die Folge ein Däumchen nach oben da, okay? Zurzeit, Gameplay ist gut, okay? Wir müssen uns Gameplay ist Katastrophe, diese Scheißbox, die ich hier habe. Fühlt sich an wie eine Drecksbox. Und ich sage euch eins, ich muss mich noch an diesen Controller gewöhnen, aber das wird noch. Deswegen, haltet die Beine still. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut bei Steffen vorbei und dann sehen wir uns. Es gibt die Revanche. Ciao, ciao. Ciao.